Genau wie in der Schlacht von Salamis, Hauptmann. Du sitzt in der Falle. Hier kommt Themistokles. Und da ist die Beute. Verdammt! Foxy, das, warum geben wir all diese Schätze ab? Wir könnten uns auf Lesbos zur Ruhe setzen mit so viel Gold. Was sagst du, Wüstenratte? Wenn diese Truhe nicht bei Pompeius ankommt, dann auch nicht dieses Schiff. Wir werden auch durch den Hades krauchen, um sie abzuliefern. Also gut. An die Arbeit, ihr faulen Hunde. Damastes, mein treuer Schildträger. Los, fang an! Man bezahlt uns, um Pompeius zu bestechen, meine Königin zu retten und ein Königreich zu gewinnen. Das übliche Tageswerk für uns Söldner, hä? Benutze, um mich zu bewegen. Naja, tun wir das so. Normale Fahrt. Segel zur ägäischen Küste. Pompeius Magnus. Normale Fahrt. Mehr Tempo. Langsam jetzt. Untiefen voraus. Ich bin nicht blind. Ich sehe die Scheren. Deine dritte Reise. Und du bellst Befehle wie ein Seebär. Ich liebe es, wie sich die Spucke in deinem Bart verfängt, Foxy, das. Lass mich nicht über Bord gehen. Das ist kein Tod für einen Helden wie mich. Ein wahrer Held kann schwimmen und sich retten. Ich sehe sie. Ohne Grund lasse ich mich nicht durch Speigert sorgen. Jetzt versuchst du nur, mich zu beeindrucken. Im Rhythmus bleiben! Okay. Was geht hier extra? Wir haben leider keine weiteren Missionen offen. Mehr Geschwindigkeit! Aber sich hier hinten abgeschlossen kümmert sich mal, kann man nicht mehr zurück. Segel am Horizont, da! Das sind keine römischen Farben. Wo hat uns das Weibstück reinmanövriert? Ptolemäus Schiffe, zweifellos ein Sand vom Orden der Ältesten. Was haben sie mit Pompeius zu schaffen? Seine Armeen sichern den Thron für Kleopatra. Und die wollen die Allianz verhindern, bevor es soweit ist. Wir müssen uns sputen. Na dann. Poseidons Pisse! Es liegt zu viel Rauch in der Luft. Die See wird kochen beim Vulkan. Halten wir Abstand, wenn wir nicht verbrennen wollen. Ist das Methana? Sie ist seit Jahrhunderten nicht ausgebrochen. Würde mich nicht überraschen, wenn sie nur für uns... Haltet euch bereit! Zeigen wir ihnen, dass sie dem falschen Pharao folgen. Fahrt an! Normale Fahrt! So, die ist versenkt. Fahrt an! Normale Fahrt! So, wir sollen die ptolemäische Flotte versenken.
Wir haben diese Malakia. Zielt auf die Heckflossen. Die sind voller Öl. Die brennen wie Kamelscheiße. Auf Rammgeschwindigkeit. Nehmt sie aus wie Fische. Alala. Ja, nicht gut. Versinkt. Das tut weh. Feuer. Ha, das war der letzte von ihnen. Und gute Spur von deinem treulosen Römer. Hüte deine Zunge, Kapitän. Wir brauchen ihn als Verbündeten und nicht als Feind. Wir sind nicht so weit gesegelt, um ihn jetzt wüst zu beleidigen. Ich bin, wer ich bin. Ich werde mich auch nicht für einen Herrscher ändern. Aus demselben Grund habe ich auch meine Frau und Kinder verlassen. Niemand bei Verstand akzeptiert mich. Ich akzeptiere dich. Wir akzeptieren dich. Alala! Diese 100 Seeleute sind genug Akzeptanz für mich. Es ist schwer, denen Lebewohl zu sagen, die uns nicht akzeptieren. Aber es ist der einzige Weg. Wirklich? Pompeius wird am verabredeten Ort sein, vor Terras Küste. Fahr weiter. So. Im Rhythmus bleiben! Erhöht die Schlagzahl! Volle Fahrt! Mehr Geschwindigkeit! Rudert schneller! Warum müssen wir jetzt... Auf geht's! Super, jetzt müssen wir jetzt dahin und jetzt müssen wir dann nochmal... Und jetzt müssen wir wieder zurück, oder was? Super. Mehr Tempo! Mehr Geschwindigkeit! Gut, zurück. Da, ich sehe ihn. Pompeius im Norden. Deine Eile! Da könnten Patrouillen warten. Oh, willst du einem Kampf aus dem Weg gehen? Bei Hades Scheiße, Weib, sicher nicht. Aber ich sterbe nicht gern zum Schutz eines Römers. Schon gar nicht für einen, der sich Schutz leisten kann. Weißt du, du solltest eher auf seiner Triere segeln. Da passt du gut rein. Feuerbomben bereit! Gib den Befehl, wenn wir nah genug sind! Ja, dann müssen wir wahrscheinlich die drei Schiffe, die jetzt da vorne sind, noch versenken. Erhöht das Tempo! Gegangen. Verdammt! Erwischt! Feuer! Zugleich! Normale Fahrt! Wir werden angegriffen! Feuer! Da sind noch mehr! So, der ist geht. In dir steckt noch mehr als eine Hofdame. Hüte deine Zunge, alter Mann. Sonst zeig ich dir, was ich mit dem Schwert alles kann.
Sie gehen unter! So muss das sein! Gut gekämpft! Nun so, wir haben es geschafft. Diesen römischen Feldherrn! Ich habe noch keinen dieser Generäle persönlich getroffen. Keine Sorge, Aja. Ich benehme mich auch. So. Bürgerkrieg in Ägypten und eine Triere mit Söldnern kommt mir zu Hilfe. Mitten im Krieg gegen Cäsar, das ist ungewöhnlich. Wer bei Hades seid ihr? Wir hätten euch sterben lassen können. Pompeius Magnus. Grüße und Freundschaft von Königin Kleopatra. Kleopatra bietet Gold für meine Gunst, sobald ich in Rom herrsche? Ist das die Freundschaft, die eure Königin meint? Wessen Gesicht schmückt diese Münze? Erweist man römischen Frauen dieselbe Ehre? Eine Allianz mit Kleopatra wäre eine Vereinigung der Macht. Sie sucht keinen Verbündeten. Sie sucht einen König. Eine wertvolle Freundschaft, in der Tat. Also gut. Meine Flotte wird bald für Ägypten bereit sein. So. Gut, das war die kurze Quest. Pompeius Magnus. So, die war mal jetzt ganz kurz nur schnell zwischendurch. Wir haben tatsächlich keine Feinde mehr. Gut. Gucken wir mal, was wir noch für neue Quests haben. Wir haben viele neue Hauptquests. Ja, ein paar, ne? Interessenkonflikte, Rauch über Wasser. Ich würde sagen, fast von oben weg, oder? Das macht am meisten Sinn. Machen wir als nächstes die Interessenkonflikte und da sehen wir uns dann in der nächsten Episode an.